Wir haben nur diesen Planeten. Wir müssen ihn schützen. Ich will erreichen, dass die Menschen eine Wiederverwendungskultur entwickeln. Hallo, willkommen zu Katar 365 mit mir, Adil Halim. Nichts verkommen lassen. Was für den einen Müll ist, ist für den anderen ein Schatz. Diese Sätze zeigen, dass Umweltschutz dank Nachhaltigkeit kein neues Konzept ist. Vielmehr werden diese Werte seit Generationen weitergegeben und zwar über alle Kulturen und Ethnien hinweg. Ich stelle Ihnen Initiativen in Katar vor, die auch während des Ramadan laufen, der im März dieses Jahres begann. Wenn die Sonne über Dohas Education City untergeht, versammeln sich 1500 Menschen in diesem Zelt, um gemeinsam das Fasten zu brechen, mit einer umweltfreundlichen Note. Dieses Iftar ist etwas Besonderes, denn wir streben null Abfall an. Bei dieser Veranstaltung wird es weder Lebensmittelabfälle noch Verpackungsmüll geben. Alle Verpackungen sind kompostierbar und biologisch abbaubar. Alle Lebensmittelabfälle landen in einem separaten Behälter. Sie werden kompostiert und für die Landschaftsgestaltung in der Bildungsstadt verwendet. Neben der persönlichen Zeit der Besinnung während des Ramadan gibt es auch einen großen gemeinschaftsbildenden Aspekt. Bei diesem Null-Abfall-Iftar in der Education City ist eine gemeinschaftliche Anstrengung nötig, damit alle Lebensmittel kompostiert und recycelt werden, um den CO2-Fußabdruck der Gemeinschaft zu reduzieren. Sobald die Leute ihre Mahlzeit beendet haben, stehen sie auf, gehen nach draußen. Es gibt zwei Behälter. Eine Tonne ist für die trockenen Abfälle, also die Verpackung des Essens. Die andere Tonne ist für die Essensreste. Die Lebensmittelabfälle werden gesammelt und zu dieser Kompostieranlage gebracht. Sie werden 24 Stunden lang umgewälzt und dann 14 Tage lang ruhen gelassen. Dann sind sie Kompost. Dieses abfallfreie Iftar ist eine von vielen grünen Initiativen, die in der ganzen Stadt stattfinden. Das sind Kunstwerke, die wir in Schulworkshops kreieren. Wir verarbeiten Plastik und recyceltes Papier zu einem Kunstwerk, um den Kindern zu zeigen, dass man Sachen wiederverwenden kann. Man sollte sie nicht einfach wegschmeißen, sondern sie recyceln. Aisha Al-Madid ist davon überzeugt, dass kleine Aktionen wie diese, die von vielen Menschen durchgeführt werden, eine große Wirkung haben. Sie gründete 2018 in Katar die Jugendinitiative Greener Future. Man sollte sich um die Umwelt kümmern und dieses Bewusstsein verbreiten. Aber nicht, indem ich über die Menschen urteile, sondern indem ich ihnen erkläre, warum es wichtig ist, weil es unsere Umwelt und unser Planet ist. Es gibt keinen Planeten B. Es begann 2019 als eine von Jugendlichen geführte Plattform für Jugendliche, um die Stimmen derer zu verstärken, die etwas verändern wollen. Der Schutz des Planeten gehört zu den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen, die 2015 verabschiedet wurden. Uwais al-Salahi hat SD Generation Network gegründet, die einzige von Jugendlichen geleitete UN-Initiative für gute Praktiken in der Golfregion. Alles beginnt mit dem Bewusstsein für die Ziele. Es fängt damit an, dass wir das Problem erkennen und Lösungen dafür vorschlagen. Ich glaube fest daran, dass es wichtig ist, dass die Jugend mit am Tisch sitzt. Zusammenarbeit und die Ausrichtung auf dieselben Ziele ist ein wichtiger erster Schritt zu einer nachhaltigen Entwicklung. Zurück im Ramadan-Zelt. Das Abfallvermeidungsziel ist noch nicht erreicht, aber die Verantwortlichen der Gemeinde haben sich zum Schutz des Planeten verpflichtet. Laut einem Ausspruch Mohammeds ist niemand wirklich gläubig, solange er sich nicht um seine Mitmenschen kümmert, wie um sich selbst. Genauso wie man selbst Wasser und Essen braucht, muss man auch daran denken, dass andere essen wollen. Daran wollen wir die Menschen mit dieser Initiative erinnern. Nachhaltig zu essen, nichts zu verschwenden, das aufzuessen, was in der Box ist. Sulaiman Bar half bei der Organisation des gemeinschaftlichen Iftars, für ihn eine Säule des Glaubens. Man nimmt, was man braucht. Es gibt viele Verse im Koran, die besagen, Kulu wa shrabu, iss und trink, aber verschwende nichts. Die Idee, der Umwelt nur das zu entnehmen, was wir brauchen, ohne ihr zu schaden, ist im Islam tief verwurzelt. Ein Beduinen-Umweltaktivist fordert jeden Mensch in Katar dazu auf, einen Baum zu pflanzen oder zu erhalten.
Ich besuchte die Farm von Ali Talib Al-Hinsab, etwa eine Stunde westlich von Doha. Warum kann indigenes Wissen zum Schutz des Planeten genutzt werden? Warum setzen Sie sich so leidenschaftlich für den Schutz des Planeten ein? Für uns sind Pflanzen Sauerstofffabriken. Ohne Pflanzen wäre unser Viehbestand in Gefahr. Wir bauen eine Vielzahl von Pflanzen und Bäumen an, um unser Vieh zu ernähren, uns vor Wetterkapriolen zu schützen und die Luft zu reinigen. Was können wir von den traditionellen Methoden zur Bewirtschaftung und Erhaltung von Land, Natur und Wasser lernen? Zuallererst und am wichtigsten ist, dass wir uns kultiviert benehmen müssen. Ist man in der Wüste, sollte man der Umwelt nicht schaden oder Feinde der Umwelt sein. Man muss den Ort so lassen, wie er war. Zweitens bauen wir Pflanzen je nach ihrer Herkunft an. Pflanzen aus den Bergen gehören in die Berge. Pflanzen aus der Wüste gehören in die Wüste. Drittens wählen wir die Bäume während der Anbausaison aus, indem wir die Positionen der Sterne und die Gebiete mit Niederschlägen berücksichtigen. Auf diese Weise wird der Aufwand für die Pflege der Bäume reduziert. Was haben Ihnen Ihr Vater und Ihr Großvater über ein Leben im Einklang mit der Natur beigebracht? Ich habe mein ganzes Leben mit meinem Großvater gelebt. Er war meine Schule des Lebens. Er hat mir viele Dinge beigebracht. Als erstes habe ich gelernt, dass unsere natürliche Umgebung, unser Zuhause und die Grundlage unserer Existenz ist, sowie unsere Lebensweise bestimmt. Also müssen wir die ursprünglichen Wasservorräte und das Grundwasser so weit wie möglich erhalten und die Bäume bewahren, ohne sie unbedingt abzuholzen. Wir holen aus dem Boden, was wir brauchen, und lassen den Rest für künftige Generationen. Was genau das ist, was Nachhaltigkeit bedeutet. Daran haben wir uns instinktiv schon immer gehalten. Warum ist es wichtig, junge Menschen zu ermutigen, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen? Die Jugend von heute steht im Zentrum unserer Existenz. Sie ist die zukünftige Generation und die Arbeitskraft von morgen. Überall gibt es junge Menschen. Es ist wichtig, sie darüber aufzuklären, dass diese Umwelt ihnen und den zukünftigen Generationen gehört. Wenn unsere Kinder in der Zukunft mit Umweltproblemen konfrontiert werden, gibt es vielleicht keine sofortigen Lösungen. Deshalb habe ich eine Botschaft für alle Menschen auf der ganzen Welt. Pflanzt Bäume. Ob am Flussufer, auf blühenden Feldern oder sogar auf Dächern. Bäume zu pflanzen ist wichtig, denn unser Leben ist mit ihnen verbunden. Einwegplastik und Verpackungsmüll sind die größten Verursacher für die Millionen Tonnen Müll, die in den Weltmeeren und auf Mülldeponien landen. Dieses Problem zu lösen ist denkbar einfach. Umstellung auf umweltfreundliche oder biologisch abbaubare Materialien. In Katar finden immer mehr Unternehmen Wege, Plastik zu vermeiden. Laila Humaira hat sich kleine Unternehmen angesehen, die etwas in der Welt verändern wollen. Diese Pellets bestehen aus einer Mischung von Kompost und Lebensmittelabfällen. Sie kommen als Rohstoff in die Maschine, daraus wird biologisch abbaubares Besteck. Das umweltfreundliche Einweggeschirr wird vom Startup Enavra hergestellt. Alles begann 2019, als Saud Al-Imadi und Abdullah Shahad noch Ingenieurstudenten waren. Wir besuchten Cafés, die diese Papierstrohhalme benutzten, aus denen man nur schwer trinken konnte. Also schlugen wir den Besitzern vor, einen guten, umweltfreundlichen Ersatz anzubieten. Und sie waren sehr interessiert. Nachdem sie verschiedene Materialien getestet hatten, fanden sie heraus, dass Avocado-Kerne sehr viel kürzer als andere Stoffe brauchen, um sich zu zersetzen. Das brachte die Jungunternehmer auf eine Idee. Avocado-Kerne sind Abfallmaterialien, die sich für einen Biokunststoff eignen, der kompostierbar und biologisch abbaubar ist. Das Geschäft floriert. Von der Fabrik aus werden die biologisch abbaubaren Enava-Bestecke an Cafés und Restaurants in ganz Katar geliefert. Immer mehr Unternehmen wollen auf Einwegplastik verzichten. Deshalb entscheiden sich immer mehr Geschäftsinhaber für eine Zusammenarbeit mit Enava. Wenn man zu Enavra-Produkten wechselt, entscheidet man sich für ein hochwertiges, umweltfreundliches Produkt, das innerhalb eines Jahres biologisch abbaubar ist. Man schont die Umwelt und reduziert den Plastikmüll. Außerdem entscheidet man sich für ein Produkt, das preislich sehr wettbewerbsfähig ist.
Vom Upcycling zur Wiederverwendung. In einem anderen Viertel von Doha ist Victoria Hamadi mit der Bearbeitung von Bestellungen für ihr umweltfreundliches Unternehmen Refill to Save beschäftigt. Das Startup setzt auf die Wiederverwendung von Plastikflaschen. Man bietet an, sie mit Reinigungsprodukten zu füllen, von Handseife über Waschmittel bis hin zu Bodenreinigern. Victoria macht es den Kunden leicht, indem sie die Produkte zu ihnen bringt. Das ist die Nachfüllstation. Sie ist im Auto. Wir wollen mobil sein, unsere Produkte nicht nur in Doha, sondern auch in anderen nahegelegenen Gemeinden ausliefern. Es soll einfach für unsere Kunden sein, denn wir fordern sie auf, ihre Denkweise zu ändern. Heute hat sie ihre mobile Nachfüllstation an der Afsai Academy der Qatar Foundation geparkt, wo sowohl Schüler als auch Lehrer ihre eigenen leeren Plastikflaschen mitgebracht haben, um ein Reinigungsprodukt nachfüllen zu lassen. Für die Schule ist die Zusammenarbeit auch eine Möglichkeit, Schüler zu erziehen und ihnen von klein auf umweltfreundliche Gewohnheiten beizubringen. Die Erziehung der Jugend gehört auch zu den Zielen der Unternehmerin, die das Bewusstsein auf weniger Konsum lenken will. Ich möchte erreichen, dass die Menschen zur Wiederverwendungskultur zurückkehren. Denn vor Jahrzehnten haben wir genau das getan. Wir haben Glasflaschen für Milch und andere Konsumgüter verwendet. Und dann kam diese Wegwerfkultur, die sich durchgesetzt hat. Ich möchte, dass wir zur Wiederverwendung zurückkehren. Vom grünen Daumen zu grünen Lösungen und zu einer grüneren Zukunft. Hoffentlich hat Ihnen diese Qatar 365-Folge gefallen. Das war's für heute. Weitere Informationen finden Sie auf euronews.com oder über unseren Hashtag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Qatar 365.